Schüler. Und auch das runde Fenster habe ich natürlich hier im 3D-Warenhaus gefunden. Da gebt ihr einfach nur ein rundes Fenster. Da haben wir es schon. Und in die Modelle klicken und da finde ich das runde Fenster. Habe mir das heruntergeladen und habe es dann in verschiedensten Schritten gedreht und weiter eingebaut. Dann da oben hingeschoben, angepasst, skaliert und in das Haus langsam eingebaut, so dass es passt. Habe mir dann noch die Fensterfarbe geändert. Ja, und das war's dann. Nun, was als einziges noch fehlt, ist eine Tür. Und die werden wir uns jetzt herunterladen und auch hier unten gleich einbauen. Ich habe eingegeben hier in alle Kategorien Eingangstür, bin dann auf Modelle gegangen und habe dann dieses Modell gesehen. Es hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Eine breitere Tür ist ja ganz nett. Und die werde ich mir mal herunterladen. Die wird wahrscheinlich hier zu groß sein, hier für mein Haus, mein Häuschen. Aber ich kann ja schon mal was versuchen. Ich werde sie mal drehen. Ah, jetzt ist mein Modell verschwunden. Was tue ich? Das kannst du hier am besten sehen. Hier gibt es die Funktion drei Lupe mit drei Augen und dann ist alles wieder sichtbar. Dann zeigt er wieder, wo wir sind. Und jetzt halt eben hier auswählen. Ich möchte das Objekt drehen. Bewegen Werkzeug. Hier oben sind die roten Punkte. Und einmal drehen um 180 Grad. Und auch wieder hier oben in die Ecke einpassen. Und jetzt sehe ich, dass das Ganze hier irgendwie mit dem Haus nicht so funktioniert, wie ich mir denke. Ich habe hier jetzt einfach mal die Tür hineingestellt. Ich glaube, ich muss die Tür verbreitern. Auch das ist in SketchUp kein Problem. Geh einfach mal, klicke deinen Rohbau hier an und klicke zweimal an. Das heißt, du bist in der Gruppe drin und jetzt kannst du hier diese Form anfassen. Dann gehst du auf das Drücken-Ziehen-Werkzeug und wir schieben hier mal die Tür etwas auf und auch hierhin einfach diese Seite anklicken, auswählen und auch zur Seite schieben. Vielleicht passt die Tür ja jetzt hin oder wir skalieren sie hin. Ja, so könnte das doch schon ganz fein ausschauen. Ich glaube, so geht das gut. Und jetzt die Tür anklicken. Vorsichtig, geh aus der Gruppe heraus, also einmal in den Himmel klicken. Jetzt ist wieder alles gruppiert. Genau, auch die Tür ist gruppiert. Und skalieren. Und jetzt stellen wir die Tür. Auch dich werde ich jetzt einmal hier kurz ausblenden. Teil ausblenden. So, und dieses Objekt hier unten in die Ecke stellen. Und jetzt durch Skalieren einpassen. Also da fasse ich hier den mittleren Punkt an, schiebe einfach nur bis zu der Kante, passt schon. Und hier auf der Seite auch, passt schon. Und schon ist die Tür eingebaut. Jetzt vielleicht noch ein bisschen nach hinten schieben, wieder das Bewegen-Werkzeug auswählen, die Tür anfassen hier an dem Punkt. Ui, vorsichtig, nicht alles verschieben, sondern wirklich dieses Objekt auswählen, bewegen und die Tür nach hinten, ein Stück nach hinten schieben. Schaut ein bisschen besser aus. So, gut. Das war's jetzt. Fenster und Türen sind eingebaut. Jetzt können wir noch einen kleinen Garten dazulegen oder eine weitere Details einbauen. Eventuell, jetzt haben wir immer noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel das Dach auch mit den Backsteinfassade, Schalung, mit den verschiedensten
Bedachung hier, zum Beispiel das Dach zu bedachen und so weiter. Diese Möglichkeiten habt ihr sowieso, aber ihr könnt eben auch das Dach ausblenden, dann hier oben vielleicht auch mal die Decke ausblenden und man könnte schon anfangen, hier eben auch wirklich die Wohnung reinzubauen und zu schauen, wie das Ganze innen ausschaut. Wer das machen will, kann das gerne machen und kann sich überlegen, hier eine zweite Ebene einzuziehen, vielleicht sogar eine Treppe einzubauen, auch herunterzuladen und dieses Haus auch wirklich auszustatten. Aber wie gesagt, wir wollen eigentlich dieses Haus hier dann mehrfach kopieren und das zeige ich euch im nächsten Video und dann kommen wir schon langsam zum Stadtbau.